Heute für euch die 6 mächtigsten defensiven Zauber in Harry Potter. Das und mehr jetzt in diesem Video. In diesem Video werden wir uns die 6 mächtigsten Verteidigungszauber im Harry Potter Universum angucken. Ich möchte noch einmal betonen, dass diese Liste keine offensiven Zaubersprüche wie Avada Kedavra oder Crucio enthält. Ich habe vor kurzem schon mal ein Video zu dem Zauberspruch-Ranking produziert, welches die 7 stärksten Offensivzaubersprüche darlegt. In dieser Liste geht es jetzt um die 6 besten Verteidigungszauber. Die Zauber werden nach nur einem Kriterium auf der Platzierung dieser Liste landen, natürlich der maximalen Verteidigungsfähigkeit. Der Vergleich von Zaubersprüchen kann manchmal schwierig sein, vor allem weil wir in Harry Potter nicht aus erster Hand die Wirkung von Verteidigungszaubern gegen verschiedene Offensivzauber haben. Außerdem sind die Eigenschaften der einzelnen Zaubersprüche in der Regel sehr einzigartig und diese Unterschiede machen es schwer, sie direkt miteinander zu vergleichen. Wo ein Zauber in einem Fall extrem mächtig sein kann, kann er in einem anderen Fall komplett nutzlos sein. Dennoch habe ich versucht, die Liste so aufschlussreich wie möglich zu gestalten. Die Liste wird sowohl defensive Zauber enthalten, die man in einem Kampfszenario einsetzen könnte, als auch eher schutzorientierte Zauber, die man einsetzen kann, um eine drohende Gefahr abzuwehren. Ich werde Zaubersprüche wie zum Beispiel den Fidelius-Zauber nicht aufführen, da dieser echt uninteressant ist, denn er vermeidet eher den gesamten Kampf, als sich irgendwie zu verteidigen. Fangen wir direkt an mit der Nummer 6 und dort haben wir den Verwirrungszauber, auch Confundus genannt. Durch einen Verwirrungszauber oder Verwechslungszauber wird eine Person komplett verwirrt und bringt alles durcheinander. Der notwendige Zauberspruch des Verwirrungszaubers lautet Confundo. Nach einiger Zeit lässt die verwirrende Wirkung des Zaubers nach und er verschwindet schließlich ohne einen Gegenzauber. Wie lange das dauert, ist allerdings nicht bekannt. Jedenfalls hat man in der Zeitspanne des Zaubers genügend Zeit, um zu entkommen oder sich irgendwie zu wehren. Ein perfektes Beispiel für die Anwendung dieses Zaubers ist bei der Hüterauswahl für die Quidditch-Mannschaft von Gryffindor, wo Rons Konkurrent Cormac von Hermine mit einem Verwirrungszauber belegt wird. Ich denke, das ist Grund genug, um diesen Zauber auf die Liste der besten Verteidigungszauber zu setzen. Auf der Nummer 5 haben wir Expelliarmus. Viele stellen sich Expelliarmus als Angriffs- bzw. Entwaffnungszauber vor, und genau das ist er auch, aber, und da kommt das große Aber, er hat eine Art von Verteidigung an sich, und zwar die Entwaffnung. Normalerweise ist so eine Entwaffnung ja eher friedlicher Natur und nicht aggressiv gemeint. Ich habe jedenfalls noch nie einen Todesser einen Expelliarmus-Zauber anwenden sehen. Es ist der Zauber, den Harry benutzt, um Lord Voldemort zu besiegen. Der Name Expelliarmus kommt von den lateinischen Wörtern Experle, was vertreiben bedeutet, und Arma, was Waffe bedeutet. Harry, der den Zauber häufig anwendete, war ein starker Befürworter seiner Wirksamkeit. Expelliarmus wird traditionell verwendet, um den Gegner zu entwaffnen und ihm seinen Zauberstab zu entreißen. Er wird häufig in Duellen eingesetzt, kann aber auch einen Gegner durch die Luft schleudern. Er ist zwar leicht zu erlernen, aber außerordentlich nützlich und er ist einer der Hauptgründe dafür, dass Lord Voldemort überhaupt besiegt wurde. Als Voldemort Avada Kedavra auf Harry in der Schlacht von Hogwarts anwendete, antwortete Harry mit dem Expelliarmus-Zauber, der wiederum Voldemorts Avada Kedavra zu ihm zurückschickte, weil der Elderstab in Voldemorts Händen erkannte, dass Harry sein wahrer Meister war. Harrys Sieg über Voldemort mit Expelliarmus war größtenteils eher zufällig, aber Expelliarmus spielte dennoch eine wichtige Rolle. Auch wenn er nicht der komplizierteste Zauber ist, Expelliarmus erwies sich als einer der wichtigsten Zaubersprüche der Harry Potter Saga. Auf der Nummer 4 haben wir Fianto Duri und Repello Animicum. Fianto Duri und Repello Inimicum gehen Hand in Hand und werden oft miteinander kombiniert. In den Filmen werden beide Zaubersprüche von Flitwick, Slughorn und Molly Weasley verwendet, um einen gewaltigen Schutzwall um Hogwarts rumzuziehen. Diese Schutzzauber wurden im Vorfeld der Schlacht von Hogwarts errichtet und angesichts dessen, was auf dem Spiel stand, denke ich, dass diese Zauber in Kombination viel aushalten und den Platz auf dieser Liste durchaus verdienen. Diese Zaubersprüche gepaart mit Protego Maxima errichten ein Schutzschild um die Schule herum, der ungewünschte Besucher vom Eindringen abhält. Das Schild erzeugt ein bläulich-weißes Licht, das unerwünschte Besucher auf der Stelle auflöst, wenn sie mit ihm in Berührung kommen, wie wir gut an den Schnappern gegen Neville beobachten können. Zaubersprüche, die den Schild treffen, erzeugen große Resonanzexplosionen, aber können ihn nicht durchdringen, es sei denn, sie sind extrem mächtig.
In Harry Potter wurden unzählige Todesser und Schnapper von diesem Schild besiegt und erst als Lord Voldemort auftauchte, wurde der Schild schließlich niedergerissen. Die offensichtliche Anstrengung, die Voldemort aufwandte, um den Schild zu zerstören, ist ein Beweis für seine Kraft und seine Haltbarkeit. Auf der Nummer 3 haben wir Impedimenta. Wenn ein Zauberer oder eine Hexe den Zauberstab auf eine Person oder ein Tierwesen richtet und die Formel Impedimenta spricht, löst man einen Lähmzauber aus, der seinen Gegner inmitten der Bewegung erstarren lässt. Es ist eine Art Abwehrzauber, der deinen Gegner stoppt und langsamer macht. Damit hast du genug Zeit, um ihn zu besiegen oder zu fliehen. Der Zauber verschafft einem das Wichtigste auf der Welt: Zeit. Zeit, um sich die Option in einem Kampfszenario abzuwägen. Hermine drückte auch einmal offen ihre Wertschätzung für diesen Zauberspruch aus. Und nachdem Harry ihn gelernt hatte, benutzte er ihn auch ziemlich oft. Der Zauber ist wirklich lebenswichtig und da die Todesser hinter dir her sind, würdest du sicher keine Gelegenheit auslassen, um sie aufzuhalten. Auf der Nummer 2 haben wir Expecto Patronum. Dieser uralte Zauberspruch beschwört einen magischen Begleiter an deine Seite, der eine Projektion all deiner positiven Gefühle darstellt. Der Patronus-Zauber ist schwierig anzuwenden und viele Hexen und Zauberer sind nicht in der Lage, einen vollständigen, leibhaftigen Patronus zu erzeugen. Dieser Patronus nimmt die Gestalt des Tieres an, zu dem du die größte Affinität hast. Du kannst es zwar vermuten, aber du wirst nie wirklich wissen, welche Form dein Patronus annehmen wird, bis es dir gelingt, ihn zu beschwören. Der Patronus-Zauber wird auch verwendet, um ein Schutzschild um eine Hexe oder einen Zauberer zu errichten. Ein Patronus-Zauber wird erzeugt, wenn eine Hexe oder ein Zauberer den Zauber Expecto Patronum spricht, wobei zu beachten ist, dass es zwei Arten von Patronus-Zaubern gibt, körperliche und unkörperliche. Die einfachere Form des Zaubers ist der unkörperliche Patronus, der keine tierische Form annimmt und einfach wie ein weißes Schutzschild fungiert. Die fortgeschrittene Form des Zaubers ist der körperliche Patronus. Die Fähigkeit, einen körperlichen Patronus zu zaubern, gilt in der Zauberergemeinschaft als sehr beeindruckende Leistung und diese Fähigkeit ist im Allgemeinen das Zeichen, dass man es mit einer sehr mächtigen Hexe oder Zauberer zu tun hat. Der Patronus beschwört eine positive Energiekraft herauf, die die einzige bekannte Verteidigung gegen Dementoren ist. Wenn man bedenkt, wie viele Zusammenstöße Harry und andere Hexen und Zauberer im Harry Potter Universum mit Dementoren haben, denke ich, dass dieser Zauber im Grunde unverzichtbar und verdient auf seinem Platz 2 ist. Und auf der Nummer 1 haben wir Protego. Für mich steht Protego mit Abstand an der Spitze dieser Liste und das liegt daran, dass es so viele verschiedene Versionen von Protego gibt. Dieser Zauber ist in seiner einfachsten Form als Schildzauber bekannt. Protego ist eine defensive Fähigkeit, die jede Hexe oder jeder Zauberer in seinem magischen Arsenal haben sollte. Der Zauber blockiert physische Attacken, reflektiert Zaubersprüche und feuert sogar die Zaubersprüche zum Zaubernden zurück. Es ist eine großartige, gut abgerundete Verteidigungsfähigkeit. Aber eine Sache sollte nicht übersehen werden. Es gibt ganze 6 verschiedene Varianten des Zaubers. Jeder dieser Versionen wird schrittweise stärker und mächtiger als der vorherige. Angefangen mit dem normalen Protego geht es weiter mit Protego Duo, Protego Totalum, Protego Maxima, Protego Horribilis und schließlich Protego Diabolica. Protego Duo ist eine etwas fortgeschrittenere Form des normalen Protego. Protego Totalum ist der Punkt, an dem sich die Dinge mehr in Richtung eines schützenden Schildzaubers entwickeln. Protego Maxima ist eine mächtigere Version von Protego Totalum und Protego Horribilis ist der mächtigste der traditionellen Schutzschildzauber. Und dann ist da noch Protego Diabolica und der ist eine ganz andere Nummer als die anderen. Protego Diabolica ist sowohl in der Offensive als auch in der Defensive unvorstellbar stark. Es ist möglicherweise der mächtigste Zauber sowohl in Harry Potter als auch in Fantastische Tierwesen und wir sehen ihn zum ersten Mal in Grindelwalds Verbrechen, als Gellert Grindelwald ihn im Mausoleum der Lestranges einsetzt. Der Zauber erzeugt einen Ring aus schützendem schwarzem Feuer um das Ziel und jeder, der ein Feind des Zaubernden ist, wird sofort verbrannt, wenn er versucht, den Kreis zu betreten. Der Schild kann auch wie eine Waffe gesteuert werden und der Zaubernde hat die Möglichkeit, Ranken schwarzer Flammen auf Feinde zu richten. Was hältst du von diesem Ranking und was wären deine Top-Verteidigungszauber? Lass es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und das war's auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib es mir doch auch gerne in die Kommentare. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.